sieht schon, der Rote zuerst, dicht gefolgt vom Weißen, vom Gelben. Ich weiss, ich bin ein bisschen farbenblind, aber es ist okay sonst. Die kommen jetzt hier reinzufahren, machen hier einen Bogen und sie brauchen ein gewisses Zeit, bis wir sie richtig positioniert haben. Also allenfalls brauchen wir hier noch ein bisschen mehr Platz, dass wir ein bisschen weiter hinten gehen können. Aber wir schauen jetzt mal, wie das funktioniert. Ist das nicht geil? Irgendwelche Emotionen? Ich weiss, es ist ja schon langweilig, aber... Ich würde mal sagen, heißen wir die Leute herzlich willkommen, vor allem C7. Herzlich willkommen hier in der Schweiz, hier im Buchs. Und ich glaube, eins darf man schon nicht vergessen. Klar, man hat sie am Autosalon in Genf das erste Mal gesehen. Aber jetzt ist sie wirklich, aber wirklich auf Schweizer Boden, mitten im Herzen, wo sie hingehört, nämlich zu seinen Fans. Ganz lässig, dass sie da sind. Noch einmal ein Applaus für alle, die da mit dabei sind. Marc Storace, Roger Guerdi, Joyce Garlett und Thomas Sedran. Damit Sie jetzt wissen, was all die Leute hier machen, stelle ich es Ihnen gerne mal vor. Ich glaube, oder ich weiss eigentlich gar nicht so recht, wie wir anfangen beim Vorstellen. Und zwar, wir haben jemanden da, müssen Sie sich die Dimension vorstellen. Chevrolet Weltkonzern. Einer der grössten Marken, von den erfolgreichsten Marken auf der Welt. Wir haben den President und Managing Director von Chevrolet Europe da. Der Thomas Sedran, ich begrüße dich recht herzlich, dass du bei uns bist. Ich spreche wahrscheinlich Hochdeutsch da mit dir. Mit dem Schweizerdeutsch haben wir ein bisschen Probleme, aber als Schwabe geht's schon. Super, das ist fast. Irgendwann werden wir auch unser 28. Kanton werden. Vielleicht eine kleine Anekdote. Immer wenn man so hört, ja, Managing Director, der oberste Chef von Europa, da in der Schweiz, denkt man, und dann ist er, eben, nein, ist ein Schwab. Also von dem her ist es okay, aber ist ein Deutscher, denkt man immer so, ja nein, was kommt jetzt? Der Thomas Sedran, er mag sich nicht daran erinnern. Vor eineinhalb Jahren bin ich am Autosalon in Genf gewesen. Wir haben beide zusammen für die gleiche Marke gearbeitet, für Opel. Und ich war dort zuständig, unter anderem für den Salon, bin dort gestanden, kurz vor der Pressekonferenz, etwa 10 Minuten. Und Sie müssen sich vorstellen, eine Pressekonferenz ist etwas, wo ein Managing Director wirklich einfach, da ist der Puls auf 200 oben. Ich bin also neben ihm gestanden, er hat keine Ahnung mehr. Ich bin neben ihm gestanden, habe eigentlich möglichst versucht, nichts zu machen. Und dann spricht er mich an. 10 Minuten vor dieser Pressekonferenz spricht er mich an, wie es denn so läuft in der Schweiz. Hat mit mir geschwätzt, hat sich Zeit genommen, kurz vorher eigentlich eine ganz grosse und wichtige Präsentation müssen halten. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass halt der Thomas Sedran, obwohl man als Managing Director vorne hat, halt gleich einfach wirklich, sorry, ich sage es jetzt halt, ein cooler Sieg ist. Und das finde ich lässig, dass wir so eine Person, so einen Mensch bei uns, bei Chevrolet haben und er da kann einfahren. Herzlichen Dank noch einmal, herzlich willkommen, Thomas Sedran. Vielen Dank, freue mich, dass ich hier bin. Und freue mich aber auf meinen neuen Company-Car. Ja, da hätte ich auch Freude. Wir haben als zweiten Gast, den ich hier begrüßen, den Roger Guerdi. Roger Guerdi ist County Director von Chevrolet Schweiz. Er ist eigentlich mein Chef, das heisst, ich könnte jetzt wahrscheinlich relativ einfach immer so eine Corvette ausreißen als meinen eigenen Dienstwagen. Roger, hätte ich eine Chance? Vielleicht, wenn du das heute noch ein bisschen gut ausschmückst, dann können wir auch sicher darüber reden nächste Woche. Okay, schön, schön. Kommen wir zurück auf dich. Wir haben auf der linken Seite den Marc Storace. Marc Storace, eben Ambassador von Chevrolet Schweiz. Er bekannt als grosser, was heisst grosser, als der Rockstar in der Schweiz. Leadsänger von Krokus, eine Legende im Schweizer Rockzirkus. Marc, jetzt sind wir ehrlich, was sagst du dem Alter? Ja, es ist
Huhuergeil. Das ist einfach Sex pur. Okay, wir können nehmen wir abhauen. Warte, das ist gefährlich. Marc, sag mir mal, welches Lied von all deinen Liedern würde dazu am besten passen? Ich würde sagen, es ist feuerrot und es passt Hoodoo Woman sehr dazu. Ist aber schnell. Warum passt das dazu? Sag mir mal, du hast da irgendeinen kleinen Tipp gegeben. Ja, es ist halt vom Rhythmus her, von dem Sound vom Auto, der Geist von beides. Es ist einfach alles drin. Und dann noch, wenn es rot ist. Okay. Zucker. Das ist die Farbe, wenn ich heiß mitfahre. Okay, wir schauen mal, was du überkommst. Zoe Scarlett als Model, 50s und 60 Years, sie eigentlich mit Corvette, was heisst Corvette, mit Chevrolet aufgewachsen. Es gibt auch eine coole Story zu ihr. Das ist der Hammer. Als Zoe vor einem Jahr an Autosalon kam, haben wir ihn am ersten Mal getroffen. Dann hat sie gesagt, ja, sie will unbedingt ein Foto machen, sie ist mit dem Blick zusammengekommen, unbedingt ein Foto machen, so draufhocken auf die Haube. Und ich als Mann, logischerweise Freude. Ja? Dann sagt sie mir irgendwann mal, ja, sie lässt sich ein Chevy-Zeichen tätowieren. Ist das immer noch so? Ja, das wird eben nächste Fall sein, ja. Darf ich da dabei sein? Ich sage es nicht immer weiter. Sorry, nur eins, auch wieder schnell. Einfach ganz ein kurzes Statement. Was ist das für ein Gefühl mit dem Auto? Dürfen hier anzufahren als Begleitung quasi vom Chef Europa in dieser neuen Corvette ist schon ein Wahnsinnsgefühl, weil allein der Ton, das Feeling, das Design ist etwas ganz, ganz Besonderes. Herzlichen Dank. So, und jetzt bitte ich doch den Roger und den Thomas zu mir vorzukommen. Ich bitte auch, jetzt muss ich schauen, wo er denn ist. Patrick Herrmann, wo ist der Patrick Herrmann? Technical Manager. Patrick Herrmann, Technical Manager Chevrolet Europe. Er hat wirklich eine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Auch dazu später ein bisschen mehr. Thomas, jetzt sag mir mal schnell, kennst du eigentlich die Strassenverkehrsregeln oder Tempolimiten in der Schweiz? Nee, ich gucke immer, wer vor mir fährt. Wenn es ein Schweizer ist, fahre ich hinter dem, bleibe ich hinter dem. Nein, also, hab schon gehört, 50 in der Stadt, ja, 80 auf Landstraße ist schon mal sehr wenig, aber 120 auf der Autobahn ist echt die Qual. Ja, aber ein paar Wort. Wenn man jetzt das gehört, aber 50, 80, 120. Jetzt soll mir doch mal einen erzählen. Und am besten geht du, Roger. Warum hat eine Sportwagen-Ikone wie Corvette, warum hat die so einen Erfolg in der Schweiz, wenn man 50, 80 oder 120 schleichen darf? Ja, da habe ich ein schönes Erlebnis für dich, Dani. Mein Sohn ist jetzt 3,5-jährig. Und als er das erste Mal einen Corvette gesehen hat, hat er gesagt, Papi, cooles Auto. Und seitdem sagt er eigentlich immer, Papi, ich arbeite coole Auto. Und das Beste war eigentlich, an einem Tag, als die Corvette nicht mehr gestanden ist, hat er gesagt, Papi, wo coole Auto. Was ist denn für dich das Faszinierendste an dieser C7? Also ich würde das generell fassen, wenn man jetzt schaut, C1 bis C6 sind bis heute 1,5 Millionen Autos produziert worden. In der Schweiz werden 300'000 Autos pro Jahr immatrikuliert. Das würde heissen, in den nächsten 5 Jahren werden in der Schweiz nur noch Corvette zugelassen. Und das ist doch eigentlich das, was entscheidend ist. Wir nehmen dich beim Wort. Ich glaube, der Thomas hat bereits gemacht eine Umschlagrechnung und sagt, das ist sehr gut. Ich bin nicht sicher, ob du dir jetzt eine gute Position verschaffen hast. Ja, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen Faszination Corvette ein bisschen tiefer reingeht, dann muss man auch irgendwo sich einmal anschauen, was ist denn generell die Faszination oder vor allem die Bedeutung von der Corvette für die Marke Chevrolet? Ja, das ist eine Ikone für die Marke Chevrolet. Ich meine, man hat das in Genf ja auch gesehen, wie viele Leute gekommen sind, um sich das Auto anzuschauen. Aber wenn sie schon mal da sind, gucken sie sich ja andere tolle Autos von uns an, wie den Trax, Captiva, Aveo, Spark. Und es ist für uns halt sehr wichtig, dass wir das Auto haben. Ja, und von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt die C7 hier haben. Ich glaube auch, dass das eine tolle Weiterentwicklung ist von der Corvette. Es werden alte Gene modern interpretiert. Und für mich als ehemaligen Porsche-Fahrer
muss ich sagen. Total geiles Auto und sehr modern, sehr schön geworden. Fährt sich schön, also Riesending. Super. Ja, dann gehen wir mal auf die technische Seite. Ich meine, Patrick, jetzt mal im Ernst. Wie viele Stunden hast du im 2013 mit der Corvette verbracht oder in der Corvette? Und wie viele Stunden hast du mit deiner Frau verbracht? Und mir ist gleich, ob sie in der Wohnung, im Bett oder irgendwo war. Also, nachdem meine Frau da ist, muss ich jetzt sehr behutsam antworten. Ich glaube, du fragst mich hoffentlich nicht, wo ich mehr Spaß hatte, zu welcher Zeit oder so. Gut, du nimmst meine Frage vorweg. Also, ich glaube, ich habe deutlich mehr Zeit in diesem Auto verbracht. Besonders die letzten zwei Monate, seit ich meine Hände an dem Auto habe, wie zu Hause, ja, das ist korrekt. Du hast jetzt ein gutes Stichwort gegeben, das muss man sich mal überlegen. Das Auto ja an sich ist ja jetzt und bald in den USA auf der Straße. Was ist der Unterschied? Oder ich frage anders, was müsst ihr denn machen? Warum testen wir das Auto hier in Europa für den europäischen Markt? Was muss man allenfalls anpassen oder auf was muss man schauen? Was machst denn du mit dem Auto? Ja gut, es gibt unheimlich viele Sachen, an denen wir arbeiten. Zum einen ist natürlich, wie sind alle Systeme, die wir haben, vom Navigationssystem bis hin zu den ganzen Elektroniksystemen miteinander verbunden und integriert im Fahrzeug. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Kabelbäume zwischen einem USA-Modell und einem Europa-Modell und das ist eine wichtige Komponente. Andere Sachen wie Fahrwerk, Bremsen, haben wir natürlich unheimlich viele Daten, die wir über Jahre gesammelt haben bei unseren ganzen Tests, die man natürlich heute in Computermodellen hochrechnen kann und das funktioniert wirklich alles super, super toll. Aber den letzten Feinschliff, den gibt es einfach nur auf der Straße, bei der realen Geschwindigkeit und bei den realen Situationen. Jetzt, in dem Moment, wo wir hier reden, haben wir ein komplettes Team, was in den USA packt. Ein ganzer Container, der unterwegs ist, Autos, die unterwegs sind. Und wir werden jetzt hier nochmal im September einige Wochen hier in Europa testen und daran arbeiten. Okay, super. Sind wir gespannt drauf. Thomas, C7 ist eine Legende. Geht's Schweizerdeutsch oder soll ich Hochdeutsch sprechen? Meine Reaktion merken, ob ich es verstanden habe. Also, ich wechsle auf Walliserdeutsch. Nein, ich bleibe auf Hochdeutsch. Die C7 ist eine Legende. Und das Spezielle an der C7 ist ja eigentlich, dass sich jeder arbeitende Schweizer oder Schweizerin kann sich, wenn das Ziel ist, dieses Auto leisten. Das unterscheidet sie eigentlich von jedem anderen Sportwagen, den es gibt. Wie schaffen wir als Chevrolet das, ein solch Fahrzeug, sag ich mal, erschwinglich zu halten? Was ist unser Geheimnis? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ich bin total begeistert. Ja, und ich meine, wir, glaube ich, haben hier vernünftige Preise, nicht nur bei unseren normalen Autos, auch bei der Corvette. Im Gegensatz zu einigen unserer Wettbewerber, die halt da Preise verlangen, wo du sagst, das können sich nur noch ganz wenige leisten. Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr attraktives Angebot, was wir hier haben. Von den Fahrleistungen ist das Fahrzeug vergleichbar mit einem Porsche GT3. Und in Deutschland, glaube ich, haben wir einen Preisunterschied von fast 60.000 Euro. Da kriege ich schon 2,5 Packs für. Ja. Roger, was sind denn die Erwartungen in der Schweiz? Wenn wir schon ein Fahrzeug haben, das ja eigentlich jeder, wenn das der Traum ist, jeder sich leisten kann, was sind unsere Erwartungen, die wir haben an dieses Fahrzeug in der Schweiz? Also wir haben zwei... Komm, wir machen es auf Schweizerdeutsch, viel einfacher. Genau. Also 2007, wo wir C6 eingeführt haben, haben wir rund 191 Auto immatrikuliert. Und das Ziel ist natürlich 2014, das zu stoppen. Und in den Folgejahren natürlich auch weiterhin, das weiter können auszubauen. Okay, sind wir auch gespannt drauf. Patrick, noch eine Frage zu dir. Was gibt es für so ein Erlebnis, das du jetzt hast in den letzten Monaten, wo mit dem Auto in Europa unterwegs sind? Gibt es irgendein spezielles Erlebnis, wo du wirklich sagst, hey, das sticht einfach aus, das war zu geil gewesen? Ja, also ich hatte ein ganz lustiges Erlebnis zu fahren, die eigentlich bekannt sind, dass sie einem das liefern, was man braucht. Und ich stehe irgendwann mit der C7 auf dem Parkplatz und da kommt zwei Entwicklungsautos von einem anderen Hersteller. Ich will jetzt keinen Namen nennen und sie waren auch sehr getarnt, aber es ist schon ein Stern aufgegangen. Und einer der Fahrer kommt auf mich zu und spricht mich mit meinem Namen an und ist völlig begeistert, das Auto zu sehen, weil er unseren ganzen Background kennt und auch das Auto im Internet gesehen hat, mitbekommen hat, dass wir das Auto in Europa haben und uns wirklich auch wohl auf Facebook folgt. Und
Ich war wirklich völlig baff, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Der kommt auf mich zu und spricht mich mit meinem Namen an. Ja, ich so, ja, klar. Wunderbar. Roger, letzte Frage. Wann kommen denn die allerersten C7 in die Schweiz? Die ersten Autos haben wir bereits bestellt. Und wenn wir wenn alles klappen sollte, wird es ein schönes Weihnachtsgeschenk, dass die Autos dann da stehen. Also wenn jemand noch für seine Frau etwas braucht, wir können es bieten. Ich würde es einfach packen. Gar kein Thema. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Thomas Sedran, Roger Guerdi und Patrick Herrmann. Jetzt geht es weiter, und zwar mit folgendem. Wir möchten gerne ein Foto machen, so ein, sagen, Legenden-Foto. C7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Für die Presse und von mir aus natürlich selbstverständlich für alle Fans. Für das brauchen wir aber da hinten Platz. Ich bitte Sie, da hinten.